Der Allgäuer Sporttalk wird Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Handwerk und Sport, zwei starke Partner. Mehr Infos auf hwk-schwaben.de. Herzlich willkommen zum zweiten Allgäuer Sporttalk in diesem Jahr. Ich habe heute das deutsche Curling-Team hier, das Team Jentsch. Und ich freue mich wahnsinnig auf eine wahnsinnig spannende Runde mit Daniela Jentsch, Annalena Jentsch und Emira Abes. Ja, Team Jentsch, Daniela, du bist die Teamälteste und der Captain, der Skip. Ja, Curling, man sagt Schachsport, das ist wirklich ein Sport, wo man viel nachdenken muss. Wie ist es bei dir? Ja, Curling ist ja an sich erstmal eine sehr strategische Sportart. Die wird auf dem Eis gespielt, logischerweise. Das wissen wahrscheinlich alle. Wir haben allerdings ein speziell präpariertes Eis. Das ist nicht glatt wie beim Schlittschuhlaufen, sondern da kommen kleine Wassertropfen drauf, damit eben weniger Reibung erzeugt wird, weil der Stein unten konkav geschliffen ist. Das heißt, da ist eine leichte Wölbung und der läuft nur auf einer speziellen auf einem speziellen Ring und deswegen eben die Tropfen. Und dann geht es natürlich darum, dass man die Steine nächstmöglich ans Ziel bringt. Und das heißt bei euch Häuser. Ihr spielt aufs Haus und das ist im Prinzip, das kann man sich so vorstellen wie beim Dart, so ein Bullseye. In der Mitte ist halt der Kern. Man will natürlich so weit wie möglich in der Mitte treffen, um das Spiel zu gewinnen. Und du entscheidest dann darüber, wie die Steine platziert werden. Du bist, man sieht es immer beim Curling, da schreit immer jemand so wahnsinnig laut. Das bist du. Ja, ich bin die, die schreit, das stimmt tatsächlich. Ich bestimme die Taktik, ich organisiere quasi das End durch für meine Mannschaft und zeige meinen Teamkolleginnen an, wo sie hinzielen müssen und überlege mir natürlich, wie wir möglichst viele Punkte machen können. Es gibt ein paar spezielle Regeln und da gibt es dann eben auch ein paar Spielzüge, die man extra aufbaut, um halt zu mehr Punkten zu kommen. Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, dann ist man halt, man überlegt die Taktik, man überlegt, wie man die Steine anspielt. Du stehst hinten, dein Team steht auf der anderen Seite und du zeigst mit deinem Besen meistens an, wo angespielt werden soll und bist dann im Prinzip die Letzte, die den letzten Stein spielt. Dann gibt es ja die Wischer. Dann im ersten Moment, das seid meistens ihr, Annalena oder du, Emira, die dann wirklich meiste Zeit wischen und dann im Prinzip den Stein noch sehr beeinflussen können mit dem Besen, oder? Genau. Also einmal wischen, einmal um den Stein zu verlängern. Also ich sag mal, ein guter Wischer kann ihn bis zu 2 bis 3 Meter verlängern. Und dann einmal, um den gerade zu halten, weil der macht so einen Curl, also so eine Kurve. Und durch das Wischen hält man den länger gerade, dass er erst den Curl viel später macht. Und mittlerweile kann man den aber auch so beeinflussen, dass er sich noch mehr dreht. Also, dass er eine noch extremere Kurve macht zum Schluss. Okay, also ihr habt ja heute auch mal was mitgebracht. Ihr habt so einen richtigen Besen hier mitgebracht. Genau. Da ist so ein Pad drauf. Das ist richtig leicht, dieser Besen. Man denkt im ersten Moment, hey, das ist doch leicht. Aber wenn man dann das Wischen anfängt, das ist ein richtiger Kraftakt, oder? Ja. Also für uns ist es sehr gut, dass der Besen jetzt ganz leicht ist. Der ist aus Carbon und umso leichter der ist, umso leichter tun wir uns einfach mit der Bewegung. Und wir lehnen uns da wirklich mit dem ganzen Körpergewicht drauf, damit wir so viel Druck auf den Besen wie möglich bekommen. Und dann erzeugen wir Reibung durch die Berührung von dem Pad und dem Eis und schmelzen eben die oberste Wasserschicht. Und das geht natürlich am besten, wenn du möglichst viel Reibung und Druck erzeugen kannst. Das heißt, gibt's da irgendwie so, hat man das mal gemessen, wie viel Kraft das ungefähr ist, die ihr da aufs Eis bringt beim Wischen? Oder wie stark das ungefähr ist? Also das ist ja, ich glaube, da ist man schnell aus der Puste. Ne? Jetzt der Laie, also wenn ich das mal mit euch machen würde, ich glaube, 5 Minuten und dann ist es vorbei? Oder wie ist das? Also wie darf ich mir das vorstellen, das Wischen? Wie anstrengend ist das? Ja, es ist schon sehr anstrengend. Man muss deswegen auch sehr fit sein, weil man an so einem normalen Wochenende kann es sein, dass man ungefähr 3 Spiele am Tag hat. Ungefähr 2 bis 2,5 Stunden und das wischt man die ganze Zeit durch. Also das geht schon auf die Ausdauer und aber auch Kraft. Und genau, und viermal jeder Spieler, ihr seid ja normalerweise 4 im Team. Das heißt, jeder Spieler wirft im Prinzip oder spielt 2 Steine. Und das heißt, ihr müsst 3-mal wischen, ihr wischt 3-mal. Oder einer, du gehst dann in die Skip-Rolle einmal rein. Genau, und das auch für alle verständlich ist. Skip ist ja der Captain, der alles angibt. Du bist ja ganz am Ende dann dran. Du wischst ja eigentlich dann gar nicht, oder? Nein, ich wische ja eigentlich nur die paar Meter ab der T-Line, also die Linie, die durchs Haus geht. Ab da darf ich wischen und auch nur beim gegnerischen Stein, wenn der dann da drüber ist. Ansonsten mache ich eigentlich eher wenig. Ich bin dann eher die motiviert zum Wischen. Aber man du schreist, dann verliert man auch ganz schön viel Aber Energie. Man weiß dann schon, was die leisten müssen, weil die Bahn ist ja 40 Meter lang und so ein Spiel über 8 bis 10 Ends, das sind fast 4 Kilometer, was die laufen und davon die Hälfte im gebückten Zustand und unter Wischbedingungen. Deswegen, das ist dann schon viel. Also das ja, das glaube ich. Das ist ein richtiger Kraftakt. Auch die Muskulatur und alles, ja. Wie ist es denn dann,
bei dem Sport, man sagt oft, das ist ein Gentleman-Sport. Ja, man gibt sich die Hand, man ist da wirklich, man wirft eine Münze am Anfang, um halt herauszufinden, wer anfängt. Man ballt die Faust in der Hose, sagt man, sondern man geht nicht so raus. Du bist aber ein bisschen lauter geworden beim letzten Mal. Ja, nicht nur beim letzten Mal, ich mache das dann auch regelmäßig. Es ist halt immer noch ein sehr traditioneller Sport, wo man eigentlich lieber verliert als unfair gewinnt. Das ist natürlich ganz klar. Mhm. Aber ich finde, wie in jedem Sport gehören Emotionen dazu. Und natürlich die traditionelleren Sportarten wie Tennis, Golf, da gehört eben auch Curling dazu. Da wird das natürlich immer noch nicht so gern gesehen. Aber der Sport wird immer jünger und immer neuer und deswegen gehört es mittlerweile auch dazu. Man versucht natürlich, sich, wenn dann so, aufzuregen, dass es den Gegner nicht beeinflusst. Geht es bei euch auch eine Entschuldigung wie beim Tennis? Dass wenn man beim Tennis das Netz so stark streift, dass der Ball da runter kippt, gibt es dann auch bei euch eine Entschuldigung? Also gut, wenn man natürlich einen Stein spielt, der so nicht geplant war, dann sagt man das dem Gegner schon. Also das ist dann einfach, klar freut man sich, wenn es noch gut ausgegangen ist, aber man sagt natürlich schon Entschuldigung, ja. Ja, jetzt macht ihr ja einiges. Man merkt ja hier wieder euer Auftritt. Es ist alles geplant. Ihr habt die perfekten Schuhe zusammen. Ihr habt eine Internetseite. Ihr macht viel Social Media. Also man sieht es auch gerade bei dir, Remira. Ich habe mal deinen Kanal hier angeschaut. Also ihr seid da sehr aktiv. Ihr macht viel für den Sport dadurch auch, oder? Genau. Vor allem jetzt in unserem Fall. Die Sportart ist sehr klein in Deutschland im Vergleich zu allen anderen. Und nur so kannst du auffallen. Zum Beispiel waren wir auch bei ProSieben und konnten da so ein bisschen uns selbst einfach präsentieren. Und wir machen das auch. Show, genau, ne? Da habt ihr die Chance gehabt, euch auch mal zu zeigen. Genau, und das ist für uns einfach ganz wichtig, dass wir ein bisschen in die Öffentlichkeit kommen, damit unser Sport einfach ein bisschen präsenter wird und vielleicht auch einige Leute dann auch dazukommen und sich das mal anschauen. Ja, das ist total, also bei euch, das war so, ich habe ja mit jedem von euch mal vorab irgendwie gesprochen und wir haben uns unterhalten und das war so, total harmonisch seid ihr. Ihr seid abgestimmt, also ihr kommt alle in Teamjacken und so. Das wirkt wirklich höchst professionell und da muss man auch ein großes Lob, glaube ich, auch an deiner Seite spielen, dass du das ja echt gut im Griff hast. Ihr habt Team Jentsch als Logo auch drauf, also du versuchst da echt viel Marketing selber zu machen, oder? Ja, wir versuchen es auf jeden Fall im Team immer größer zu machen. Wir haben natürlich die Aufgaben verteilt, ich kann mich jetzt auch nicht um alles kümmern, also gerade Sponsoring ist zum Beispiel die Aufgabe von meiner Schwester. Wir besprechen natürlich davor alles, wen wir anschreiben, wen wir kontaktieren und was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen. Das ist natürlich auch wichtig. Natürlich ist man in einer kleinen Sportart immer so weit, dass man sagt, man nimmt fast alles, aber es gibt natürlich auch Grenzen und man muss sich natürlich auch mit der Marke oder der Firma identifizieren können. Und ich glaube, wir haben da echt einen ganz guten Mix gefunden und sind auch sehr zufrieden. Ja, ich habe sogar gesehen, man kann wirklich mit euch Kurse buchen, ja? Was ich total spannend finde, dass man sagen kann, okay, komm, ich möchte es jetzt mal lernen. Und wenn es mit der Arbeitsgruppe ist oder was auch immer, man kann wirklich zu euch kommen und Curling lernen, oder? Ja, genau. Also man kann uns theoretisch direkt buchen über unsere Homepage oder dann auch über den Curling Club Füssen. Aha. Und wir bieten Weihnachtsfeiern an oder einfach Betriebsausflüge oder auch Teambuilding-Maßnahmen haben wir auch schon gemacht. Wir haben dann sogar mehr oder weniger noch einen Unterricht gehalten über Teambuilding, was für viele Firmen natürlich auch interessant ist, weil wir ein sehr kleines Team sind und da muss es natürlich noch viel genauer passen als jetzt in einer großen Mannschaft. Das glaube ich. Und das ist natürlich schon für manche Firmen sehr interessant, gerade auch dann im Führungsstab, dass so die Menschen, die halt auch ein Team führen müssen echt lernen, wie das funktioniert und was es einfach auch für Ideen gibt und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ja, ich glaube auch, weil bei dir ist ja auch so, du hast den Sport ja wirklich zu deiner Berufung gemacht. Also das ist ja wirklich 100% Curling. Du bist bei der Bundeswehr noch als Sportsoldatin, aber das ist ja trotzdem so, dass du diesen Sport wirklich als Hauptberuf machst. Du kümmerst dich da um alles und ich glaube, da auch die Expertise, glaube ich, sehr, sehr wertschätzend ist dann auch gegenüber anderen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, mein Bruder hat immer gesagt, ich bin der größte Curling-Freak, den er jemals kennengelernt hat. Und ich glaube, es stimmt auch. Ich lebe diesen Sport, ich liebe diesen Sport und ich denke eigentlich in jeder Sekunde über den Sport nach, bei allem, was ich mache und bei allem, was ich tue. Deswegen, es geht keine Minute vorbei, an dem ich was mache, wo es nicht ums Curling geht. Ich glaube, bei euch ist ja auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ne? Euer Papa Roland Jentsch, sehr erfolgreicher Curler, der hat dann ja wirklich auch euch das ja, direkt mitgegeben. Wie war es? War es direkt so, dass du vom Anfang an mit auf dem Eis? Habt ihr das direkt mitgemacht? Oder war die Begeisterung sofort da bei euch oder hat es erst gedauert? Nee, also bei mir war das, glaube ich, von Anfang an so. Mhm. Ich war von klein auf immer dabei und es ging auch gar nicht anders, weil beide Eltern damals gespielt haben und deswegen war es für mich ganz normal, auf dem Eis zu stehen. Ich hatte dann halt auch eine Phase mit 14, da war das mega uncool und ich hatte eigentlich irgendwie gar keine Lust mehr weiterzumachen und bin dann aber durch einen blöden Zufall in die Mannschaft gekommen und bin auch noch deutscher Meister geworden und durfte dann auf die Weltmeisterschaft nach Japan. Und dann war mit Aufhören eigentlich nichts mehr. Deswegen, es war einfach viele Zufälle und ich hatte einfach Glück. Ja, aber es ist ein schöner Zufall. Wie war es bei dir, Annalena?
Jetzt, man rutscht da schon so rein durch die Familie. Ich meine, ist von klein auf wirklich immer auf dem Eis dabei, durfte auf den Curlingstein rumrutschen. Und ist eigentlich immer mit auf Turniere gefahren und hat da immer zugeschaut und durfte dann zwischen den Spielen selber aufs Eis. Hat da ein bisschen. Warst du auch so ein bisschen die große Schwester, die dann so eine, so ein ja, Vorbild war? Ja, sie hat mich halt irgendwann zum Training mitgenommen. Ach, cool. Also ja, und irgendwie, das war ich von Anfang an klar, dass ich das auch machen werde. Sehr cool. Das war eigentlich nie die Frage, dass ich jetzt irgendwas anderes mache. Keine okay, also das stand nie zur Debatte. Nee, also das war immer dein nicht. Sport. Ja. Emilia, es ist bei dir, ich habe gelesen, es war relativ spät erst, dass du zum Curling gekommen bist, oder? Also angefangen, habe ich gelesen, seit 2009. Mhm. Ist das richtig? Genau, das ist für Curling tatsächlich relativ spät, so, weil viele eigentlich früher anfangen. Aber ich bin auch durch Freundinnen damals in Annalenas Juniorenteam gekommen. Und ich habe davor viele andere Sportarten gemacht und habe dann tatsächlich Skifahren, Karate, alles aufgegeben, nur damit ich dann Curling machen kann, weil ich auch wusste, das möchte ich für immer machen. Sehr das ist schön. Einfach, ja, mich so überzeugt und begeistert. Das heißt, du hast vorher bist beim Skisport gewesen, genau. Karate gemacht. Genau. Jetzt Curling, das ist ja auch ein Sport, wo die Muskeln richtig beansprucht werden. Also was ja. komplett anderes. Klar, beim Skifahren auch, natürlich, aber ja. hier der Stein, wenn man den jetzt mal hier unten sieht, der wiegt 20 Kilo, so wie er ist, oder? Ja. Das ist doch jedes Mal beim Heben, also sieht bei euch, ihr seid hier reingekommen, so total locker, habt den im Studio abgestellt, ich wollte ihn kurz hochheben, ich lasse es jetzt auch lieber. Aber das ist ja, der wird von euch ja die ganze Zeit rumgetragen. Also das ist ja. Nein, tragen tun wir den eigentlich nicht. Der Stein oder die Steine bleiben immer auf dem Eis und dadurch, dass wir eben diese kleinen Regentropfen auf dem Eis haben, ist gar nicht die ganze Tragfläche vom Stein drauf, sondern nur ein Ring, der eben auf diesen Regentropfen getragen wird. Deswegen merkst du das Gewicht gar nicht, weil anheben tun wir ihn. Ja, nur zum Eis dann. Er wird zum Eis rübergetragen, aber sonst spielt er den Stein im Prinzip ja komplett über den Eis. Habt ihr jeder euren eigenen Stein dann? Oder? Nein, die Sets werden immer gestellt, weil die natürlich auch perfekt zusammenpassen. Das ist immer ein Set von 8 Steinen, die zusammengehören und die sollten auch zusammenbleiben, weil es eben aus diesem speziellen schottischen Granit ist und die werden einzeln angefertigt und die gehören dann immer so zusammen. Weil sonst könnte man es auch bestimmt irgendwie beeinflussen, genau. oder? Das ist auch so, um das natürlich auch fair zu halten, dass man da nicht irgendwie den Stein so ein bisschen verändert noch und dadurch natürlich sein Training verändern kann. Eben. Okay, sehr gut. Du bist auch noch Studentin, oder? Was studierst du? Ich studiere an der Hochschule Kempten Tourismusmanagement. Okay, ich meine das Beste. Du reist ja sehr viel rum, du siehst ja schon Länder. Also ja. ideal gewählt, würde ich jetzt mal sagen. Genau, es ist nur im Moment ein bisschen stressig, weil man natürlich, das ist jetzt meine erste Saison als richtige Dame gewesen. Und davor durfte ich bei den Mädels immer mal mit reinschnuppern und ab und zu mal mitkommen. Und dieses Jahr, da habe ich dann das ganze Programm, also das volle Programm mitgemacht. Und da merkt man schon, da ist nicht mehr viel Zeit. Man muss sich wirklich gut strukturieren, alles absprechen, damit das dann auch funktionieren kann. Ja. Ja. Ja, es gehört ja auch noch mehr dazu, ja, zu der ganzen Welt des Sports. Heutzutage erwartet man, wir haben es ganz kurz angesprochen, den Social-Media-Auftritt auch. Ihr habt alle eine Story gemacht, jetzt über Instagram. Ist es so, dass ihr auch auf den Wettkämpfen echt das Handy dann zwischendurch immer auspackt und die Leute teilhaben lässt oder ist das eher weniger? Nee, das müssen wir natürlich schon machen. Wir müssen auf jeden Fall nach den Begegnungen immer wieder mal was posten. Wir sollten eine Vorankündigung machen, dass die auch Bescheid wissen, wo wir sind. Und es ist natürlich auch viel einfacher, die Leute darüber zu erreichen. Also eine Homepage geht halt doch nicht jeder drauf. Aber Instagram, da hat man doch eine Chance. Oder auch Facebook eben, dass die Leute mal reinklicken und vielleicht auch einfach das teilen. Und das macht es natürlich super einfach für uns. Ich meine, du hast die Erfahrung auch noch aus dem Bereich, wo Instagram noch nicht so die Power hatte. Vor 2, 3 Jahren war es eher noch weniger. Jetzt ist es jeder begleitet eigentlich einen Sportler mehr oder weniger auf Instagram. Würdest du sagen, ist es einfacher oder ist es schwieriger oder anders einfach nur geworden? Es ist eigentlich nur anders, aber es ist schon auch aufwendiger. Also wir müssen natürlich jetzt selber viel machen. Früher war es halt eigentlich, ob die Presse was gemacht hat oder nicht, lag halt am Pressesprecher oder am Verband. Und jetzt hat man es so ein bisschen in der Hand, man kann es ein bisschen steuern. Aber es heißt natürlich auch, man muss da super diszipliniert sein. Man kann halt jetzt nicht mal anfangen zu posten und dann, wenn man verliert, postet man nichts mehr, damit man halt niemandem erzählt, wie es war. Also man muss da schon dranbleiben und das ist natürlich Arbeit und Aufwand, ja. Ja, das ist ja auch nicht wenig Arbeit, ne? Das heißt, ihr habt ja auch noch den Team-Kanal, muss man sich übrigens mal anschauen, sehr, sehr spannend, ja, was man alles so mitbekommt. Das muss halt einfach gepflegt werden. Das ist halt auch Medienarbeit, die dann von jedem Einzelnen von euch geleistet werden muss. Jetzt gehen wir mal auf die Erfolge ein. Ihr wart ja wirklich im letzten Jahr dann, November, nicht allzu lange her, Dritter bei der Europameisterschaft geworden. Da habt ihr nicht mit gerechnet, oder? Nee, damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind da eigentlich hingefahren und haben uns gedacht, okay, irgendwie diese WM-Quali schaffen, irgendwie Fünfter werden. Das war eigentlich so unser Ziel. Und wir haben uns natürlich im Vornherein schon ausgerechnet, gegen wen wir eventuell gewinnen können.
Und dann ist es tatsächlich auch so eingetroffen und wir haben einen Sieg nach dem anderen geholt und haben uns dann schon gedacht, ach ja, es läuft ja eigentlich ganz gut. Ja. Und ja, dann war es eigentlich so auf der Kippe, dass es eventuell reichen könnte fürs Halbfinale, falls die eine Mannschaft verliert. Mhm. Und wir sind dann schon ins Hotel gefahren, weil die waren dann, glaube ich, sogar im letzten End und es sah nicht aus, als würde das jetzt hinhauen und wir sind schon total frustriert zurückgefahren und haben dann mehr oder weniger schon alles zusammengepackt, standen im Fahrstuhl, schon mit gepacktem Besensack und echt allem jetzt? Und sehen im Live Ticker. Oh, es hat doch funktioniert. Dann war natürlich erstmal der große Zusammenbruch. Dann lagen wir mitten auf dem Hotel. Wie sah der Aufzug danach aus? Also wir lagen wirklich alle irgendwo vor diesem Aufzug rum und haben Rotz und Wasser geheult. Weil wir konnten es nicht fassen, dass es reicht. Weil wir haben einfach schon auch viele negative Erfahrungen gehabt, wo es halt nicht funktioniert hat. Und ja, ab da war eigentlich klar, jetzt können wir es auch probieren. Jetzt können wir auch probieren, eine Medaille zu holen. Und das war... Ja, ich glaube, das Halbfinale war einfach so ein bisschen ängstlich auch gespielt. Wir haben mehr so gespielt, dass wir es nicht verlieren wollen, anstatt es zu gewinnen. Und das hat dann halt nicht geklappt, aber dann das Spiel um Bronze war einfach super stark. Und ja, man hat, also wenn man das so verfolgt, man hat auch die leuchtenden Augen gesehen. Also es war wirklich so, also pure Emotion, wenn man das dann auch noch mitbekommt und dann Dritter geworden. Mhm. Und jetzt geht's ja weiter. Es hat ja nicht aufgehört. Wir sind eigentlich mittendrin, weil im nächsten Monat seid ihr in Dänemark zur Weltmeisterschaft. Ja, genau, da geht's dann direkt weiter. Und da ist natürlich jetzt die Erwartungshaltung von außen relativ hoch. Also wir wissen auch, wir müssen da realistisch bleiben. Wir werden jetzt nicht jede Woche eine Medaille gewinnen. Es wäre auch utopisch, das zu glauben, aber wir haben natürlich schon so unsere Platzierung, die wir haben wollen. Und dann wissen wir auch, wenn es gut läuft, dann könnte es vielleicht sogar für den 6. Platz noch reichen für die Playoffs. Aber unser Ziel ist jetzt eigentlich erstmal der 8., erstmal sicher den 8. Platz holen, die Förderung holen und dann sehen wir weiter. Wie ist denn eine Saison bei euch? Seid ihr dann jetzt, also jetzt klar Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, ihr habt ja auch noch die deutschen Meisterschaften, die ihr spielt. Genau. Ja, genau, für Füssen. Und das ist dann, wie läuft das ab? Ist das dann vor der Saison, also vor der Europameisterschaft oder sind wir gerade mitten in der Saison? Nee, das ist dann mitten in der Saison, wobei die deutsche Meisterschaft, da geht es ja nur noch um den Titel momentan und nicht mehr wirklich um die Qualifikation für die WM oder EM. Es ist ja ein Nominierungsprinzip im Deutschen Curlingverband, weil natürlich auch vom DOSB gefordert wird, dass gewisse Turniere gespielt werden müssen, ein gewisses Pensum muss gefahren werden und das können eigentlich die normalen Breitensportler können das nicht mehr und deswegen wird halt dann eine Mannschaft nominiert. Okay. Annalena, was glaubst du, wo soll es in der Weltmeisterschaft hingehen? Weil das ist jetzt total spannend, ja, nur noch einen Monat und dann geht's los. 8. Platz, haben wir jetzt gerade von deiner Schwester gehört. Genau. Siehst du da noch ein bisschen mehr oder sagst du, 8., das wäre echt schon der Hammer? Also 8. wäre auf jeden Fall schon mal super. Okay. Und klar, wenn man Lauf hat, dann kann es überall hingehen. Aber ich denke, wenn wir uns den 8. Platz sichern, ist schon für uns ein großer Erfolg. Und dann schauen wir mal, wo es noch hingeht. Wer ist denn die größte Konkurrenz weltweit? Ist es Kanada? Ist es sicherlich auch noch die USA? Wie ist es denn im asiatischen Bereich? Da tut sich auch einiges. Ja, die Asiaten schon sind auch sehr stark. Also wie gesagt, Kanada ist immer vorne mit dabei. Die Chinesen drücken, aber die Koreaner sind super stark im Moment, haben wir auch, ich glaube, letzte Woche erst den World Cup gewonnen, also okay. Da sind schon einige Top-Teams dabei, gegen die man sich durchsetzen muss. Schaut euch das dann auch an, ist es bei dir dann auch so, dass du auch mal andere Teams anschaust und sagst, oh, guck mal, das Team Kanada, die machen das so oder guckt man sich da gewisse Züge ab oder ja, wie die mit dem Besen umgehen oder dass man das nochmal so ein bisschen benchmarkt, wo kann man noch hin, was kann man noch erreichen? Ja, abschauen ist im Moment nicht so viel, weil wir ja selber Techniktrainer und alles haben, mit dem wir das dann besprechen. Aber wir gucken eigentlich, würde ich sagen, fast jeden Tag gucken wir uns unsere Gegner an, weil wir natürlich auch taktische Analysen machen. Und du kannst einfach anhand von Statistiken sehen, was spielen die gern, was spielen die nicht so gern. Und die Gegner dann vielleicht mal auf die schlechte Seite locken und sowas. Wir versuchen halt einfach, unsere Gegner so gut wie möglich zu kennen und da so einen kleinen Vorteil zu schaffen. Okay, also das heißt jeden Tag auch Videovorbereitung, wie man es auch aus anderen Sportarten kennt, Videoanalyse und dann geht es weiter und dann geht es in die Eigenanalyse und dann versucht man das Bestmögliche rauszuholen. Jetzt ist es natürlich so, in Deutschland ist es gar nicht so bekannt, in anderen Ländern ist Curling, aber wir haben jetzt darüber gesprochen, die Steine werden in Schottland gemacht, ich glaube, das ist auch wirklich das Urland des Curlings. Ist es in anderen Ländern anders mit der Aufmerksamkeit? Ja, natürlich. In Kanada ist es ein riesengroßer Sport. Also ich meine, das ist ja die zweite Volkssportart in Kanada eben. Das ist permanent in den Medien. Es ist eigentlich in jedem Ort, der kann noch so klein sein, aber es gibt eine Curlinghalle. Und es ist einfach ein Sport für jedermann. Und so wird das dort auch publiziert. Und deswegen haben die es natürlich viel leichter, den Sport auch irgendwo an die Masse zu bringen. Und das ist natürlich in Deutschland sehr schwierig. Zum einen natürlich, weil die Medien nicht so drauf anspringen. Es gibt zu wenig Übertragungszeiten. Und dadurch haben wir ein bisschen
Probleme, größer zu werden, was das angeht. Wie nimmst du das wahr, wenn du im Ausland bist? Würdest du sagen, ja, das ist wirklich schon ganz anders? Da ist man, das ist schon fast ein Star-Effekt, so ein kleiner, den man dann merkt, wenn man in die Halle kommt? Ja, also wenn man Kanada, zum Beispiel wenn eine WM in Kanada ist, ist es schon extrem anders. Da gibt es dann auch Autogrammstunden. Die Leute stellen sich 2 Stunden in die Schlange, um ein Autogramm von dir zu bekommen. Und du denkst nur so, okay, was machen die hier? Was wollen die überhaupt? Weil es einfach nur komisch ist, weil man es in Deutschland nicht kennt. Aber eigentlich genau, doch, man ihr seid Sportler, ihr seid erfolgreiche Sportler. Natürlich möchten Leute auch Autogramme haben. Ja? Vielleicht seid ihr auch für viele Leute Idole. Aber das in Deutschland ist es relativ ruhig dann, oder? Also ja, so in Deutschland interessiert es eigentlich niemanden. Okay, habt ihr denn in der Halle dann auch weniger Zuschauer? Oder, also klar, natürlich zu großen Events ist es natürlich immer ganz anders. Ja. Aber das ist dann da ja auch wirklich so viele, viele Leute. Ich habe jetzt die letzte Olympiade, klar, da war ein spannendes Finale dann auch nochmal. Und dann merkt man einfach, was dahinter steckt. Also wie das auch medial aufgenommen wird. Also dann hat man immer das Gefühl, Curling ist doch eigentlich ganz groß. Aber irgendwie kriegt man das hier nicht so mit. Nimmst du das auch in anderen Ländern so wahr, Mira? Ja, also ich habe letztes Jahr meine erste WM in Kanada spielen dürfen. Und die Mädels haben mich ja schon ein bisschen vorgewarnt. Aber dann kommst du tatsächlich in dieses Stadion rein mit 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Und das bist du einfach nicht gewohnt. Bei uns hocken dann vielleicht so 10 Fans in der Halle. Oder bei der deutschen Meisterschaft. Aber wir sind sehr laut. 10 Fans können verdammt laut sein. Das geht ja natürlich auch. Genau, aber da ist es dann schon wirklich, da werden die Karten vorbestellt. Jeder möchte unbedingt dabei sein. Jeder kennt dich. Und das ist dann einfach ein tolles Gefühl, wenn man so ein bisschen Wertschätzung bekommt. Sehr, sehr spannend. Wir sind gleich wieder für Sie da und dann reden wir weiter. Es ist sehr, sehr spannend heute. Wir sind gleich wieder für Sie da. Willkommen zurück zum Allgäuer Sport Talk, heute mit dem Team Jentsch der deutschen Curling-Mannschaft. Ihr habt jetzt wahnsinnig viele spannende Geschichten erzählt, wie es im Ausland ist und so. Seid ihr jeden Tag auf dem Eis? Trainiert ihr jeden Tag? So gut wie, ja. Also ich unter der Woche ständig, ansonsten am Wochenende auf dem Turnier, das sind wir auch auf dem Eis. Dann gibt es vielleicht Montag mal Pause, aber dann geht es schon wieder weiter. Okay, das heißt, ihr braucht aber, ihr braucht die Kälte. Ne? Also ihr müsst auf dem Eis sein, das muss schon irgendwie da sein. Seid ihr auch so mit dem kurzen Shirt dann auf dem Eis? Also ich jetzt eher selten. An Weltmeisterschaften ist es doch sehr warm auf dem Eis. Da kommt es vielleicht mal vor, dass ich meine Jacke ausziehe, aber die Mädels eigentlich ständig. Also wenn die am Wischen sind, dann wird einem natürlich auch warm und dann sieht man die auch im T-Shirt auf dem Eis stehen. Okay, das heißt aber, ihr bereitet euch auf dem Eis vor. Macht ihr dann auch Kraftübungen jetzt gerade aufgrund des Wischens oder so? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Nur auf dem Eis oder gibt es auch andere Trainingsflächen bei euch noch? Nee, wir machen ganz normal auch Krafttraining, aber auch Ausdauertraining, weil wir auch die Konzentration üben müssen, da 2 bis 2,5 Stunden durchgehend konzentriert zu sein. Und ja, auch inzwischen geht er, also braucht man auch auf jeden Fall Ausdauer dafür. Also so eine Mischung aus allen möglichen Sachen. Wo ist denn da die größte Verletzungsgefahr bei eurem Sport? Ist es so, dass man sich da eher mal verrenkt oder auch beim Wischen irgendwie zerrt? Oder was ist die größte Verletzungsgefahr? Ja, beim Wischen hinfällt. Gibt es so Momente noch? Passiert Emmy und mir ab und zu, ja. Okay. Nee, man ist ja schon mit dem ganzen Körpergewicht draufgelehnt und dann mal ausrutscht, dann haut es einen auch auf. Es sieht immer so nah aus, wenn ihr nebeneinander wischt. Das sieht so nah aus und man denkt sich immer, bitte erwischt euch nicht, bitte erwischt euch nicht. Passiert das auch, dass man dann die Besen aneinander stoßen und dann man hinkracht? Kann das passieren? Ja, das kann schon passieren, aber wir sind da mittlerweile solche Profis, dass wir das hinbekommen. Meistens. Aber manchmal, wenn du halt nicht richtig konzentriert bist, dann kann das schon mal passieren, dass du deinem Mitwischer den Besen wegziehst. Ja. Und dann schreit der Skip von hinten oder je nachdem, wie nah an euch dran ist, sowas darf nicht mehr passieren. Also dann kommen dann schon die Emotionen, weil das ist ja wirklich, es ist laut bei euch. Es wird wirklich geschrien. Ich meine, es sind 40 Meter Entfernung. Ja. Und wie soll ich anders erklären? Du hast es ganz schön vorweg beim Gespräch gesagt. Du musst schreien. Die hören dich doch sonst gar nicht. Ja, also ich meine, es ist ja auch was, es geht um Reaktionszeit. Da entscheiden dann oft mal Sekunden, ob der Stein jetzt noch gut manipuliert werden kann oder nicht. Da kann ich natürlich das nicht als eine Empfehlung formulieren, sondern muss da schon ziemlich deutlich sein, dass die auch wissen, jetzt geht's drum. Okay, und ihr wisst dann je nachdem, wie gerade der Tonfall ist, wie die Stimmung auch gerade ist, oder? Wie nehmt ihr das dann wahr? Also ihr wisst auch, ihr seid voll konzentriert. Also
da ist man voll im Fokus, also im Tunnel dann, und ihr seht dann auch wirklich, die Konzentration ist voll auf das Haus, ist bestmöglich anzuspielen. Und wisst ihr schon dann wirklich, weil man, das sieht immer so aus, ihr gleitet mit dem Steiner die ersten Meter, dann wird er losgestoßen. Weiß man dann schon ungefähr, wie er ist nach dem ersten, nachdem er losgelassen wird? Oder ist das schon das Gefühl da? Oder sieht man das wirklich erst manchmal auch zum Ende hin? Weil man wischt ja wirklich diese 40 Meter fast durch. Wie ist das? Merkt man es dann erst am Ende, wo es dann hingeht? Also ich würde behaupten, ich weiß sofort, nachdem mein Spieler den Stein losgelassen hat, wo der ist und ob der lang ist oder ob der kurz ist und was der braucht. Das ist aber auch jahrelanges Training, dass du wirklich diese Schnelligkeit einschätzen kannst. Dass du siehst, wie schnell kommt der raus, was macht er mit seiner Hand, gibt er was mit, wie schnell ist der Stein. Das ist einfach Übungssache und kommt mit der Erfahrung. Das heißt auch, du beobachtest deinen Spieler komplett. Du fokussierst ihn, du weißt ganz genau Körperhaltung, wie er losgeht, wie er dann auch loslässt und alles. Und genau da weißt du, okay, das wird eher nichts oder genau das wird der richtige Stein. Ja, ich würde auch sagen, dass ich einfach den Wind wahrnehme, wie schnell bewege ich mich gerade, dass ich einfach meinen eigenen Körper wahrnehme, was mache ich, was macht der, und das sind einfach diese ganzen, das ist ein Gesamtpaket, was du wahrnehmen musst, damit du den Stein richtig einschätzen kannst. Also ein wahnsinniges Gefühl, was man dann mitbringen muss. Genau, Gefühlsportart. Und da muss man sowas schon einschätzen können. Okay, wie ist es dann bei dir? Du bist ja ganz hinten. Du siehst dann, okay, die drei sind gerade auf Position. Das ist dann auch wirklich ein hohes Vertrauen, was dir auch der Gruppe entgegenstellt. Mhm. Sondern du weißt es auch, du siehst es von Weitem schon, okay, das wird was, das wird eher weniger. Also ich sehe ja die Linie vor allem. Ich halte ja den Besen als Ziel und ich sehe eigentlich direkt nach dem Loslassen, sind wir auf der Linie, sind wir eher außen, eher innen. Das kann ich sehen. Und ich habe natürlich auch so viele Jahre Erfahrung. Ich sehe natürlich, mit welcher Geschwindigkeit die auf mich zukommen, dass ich zumindest grob abschätzen kann, okay, das wird was oder das wird auf gar keinen Fall was. Und dann haben wir natürlich so Hilfsmittel wie eine Stoppuhr, dass wir noch gucken können von der Zeit, die ich dann gestoppt habe, ob der Stein gut wird oder nicht. Jetzt seid ihr bei der Europameisterschaft Dritter geworden, bei der Weltmeisterschaft, da wollt ihr jetzt auf den 8. Platz oder sogar vielleicht besser. Mhm. Was ist denn das Ziel im nächsten Jahr? Also was stellt euch noch mehr vor? Wollt ihr noch Europameister werden? Olympia, das habt ihr knapp verpasst. Ist nochmal eine Olympiade drin als Team? Ja, also wir visieren natürlich schon nochmal die nächsten Jahre jetzt an. Olympia ist natürlich immer noch unser großes Ziel. Für nächste Saison, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir einfach auch realistisch uns immer wieder einschätzen. Und gerade was die Europameisterschaft angeht, wir werden nicht jedes Jahr eine Medaille gewinnen. Das ist auch ganz realistisch und da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Aber wir wissen auch, wir haben jetzt die nächsten Jahre bis Olympia. Und ich denke, nächstes Jahr ist es noch nicht notwendig, dass wir nochmal eine Medaille holen. Aber spätestens das Jahr drauf, für uns und für unsere Überzeugung, soll es dann schon drin sein. Und wie ist es beim Curling? Ist es ein Sport? Wie lange macht man das? Also gibt es da auch einen Zenit, wo man sagt, jetzt sollte man aufhören? Oder wie ist das? Also wie lange spielt man? Es gibt durchaus Curler, die immer noch spielen, obwohl sie schon an die 50 sind. Das kommt immer ganz drauf an. Allerdings wird das Team drumherum dann jünger. Also normalerweise ist es dann vielleicht noch der Skip, der halt schon eher älter ist. Und ansonsten dann eben mit einem jungen Team startet. Aber solange man eigentlich fit ist und halt auch das Pensum überhaupt machen kann, dann kann man eigentlich noch länger spielen. Ja, das ist bei dir echt beeindruckend. Das muss ich mal ganz ehrlich als großes Lob hier wirklich loswerden. Man merkt einfach, dein Team ist ja deutlich jünger als du selber. Du bist Skip, du bist ja Entscheider, aber das merkt man gar nicht. Also man merkt gar nicht, dass es so ein hoher Altersunterschied ist, weil das ist so, als wenn das wirklich so ein total harmonisches Team ist und auch so den jungen Auftritt bringt ihr total mit. Also ihr seid total auf dem Punkt. Ja? Also das ist echt sehr, sehr spannend dann auch zu sehen. Und wie werdet ihr dann im Ausland wahrgenommen? Gibt es dann schon so, oh, das deutsche Team, seid ihr anders als die anderen Teams, die da auftreten? Macht ihr mehr? Achtet ihr mehr darauf, wie ihr zusammen auftretet? Wie ist das? Ja, also der Deutsche an sich wirkt ja immer sehr strukturiert und ich glaube, wir verkörpern auch das typisch deutsche Bild. Also wir sind wirklich sehr diszipliniert, sehr strukturiert, das hat alles Hand und Fuß. Natürlich haben wir auch unsere chaotischen Seiten, aber die sind mehr teamintern oder wenn man uns jetzt nicht gerade in der Öffentlichkeit sieht, aber ansonsten ist das schon alles sehr durchdacht und ich glaube, das macht uns Deutsche dann auch aus und da können wir auch stolz drauf sein. Das ist einfach die gute alte deutsche Schule. Das heißt, ja, ich habe mal gehört, im Ausland den Deutschen erkennt man an der Uhr, weil er niemals zu spät kommen wird. Und es ist auch so der Punkt, natürlich habt ihr das, dass ihr dann natürlich voll auf dem Punkt seid und da seid, aber ihr habt auch eine Seite, ihr lasst auch mal die Sau raus. Also wenn dann wirklich mal, da wird auch gefeiert, gerade mit den anderen Curling-Teams, oder? Da geht dann auch, da wird man schon mal zusammen am Abend, feiert man da, ist es ein sehr, sage ich jetzt mal so, ja, kontaktfreudiger Sport, wo man sagt, hey komm, wir gehen alle zusammen weg, oder wie ist das, wenn man eine Olympiade hat, wenn man EM, WM spielt?
Ja, es ist schon ein sehr familiärer Sport. Also jeder kennt sich auch eigentlich. Und gemeinsam feiern gehört natürlich auch dazu. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eher was für die Jüngeren, die dann noch so ein bisschen die richtige Party machen. Aber dann natürlich, wenn man eine Bronzemedaille gewinnt, darf man schon auch noch mal auf den ein oder anderen Drink in eine Bar gehen, bevor man sich dann verabschiedet. Sehr gut. Noch ganz kurz bei dir. Du bist auch Mutter von zwei Jungs, 5 und 6 Jahre alt. Das mit dem Sport zu verbinden, ist ja nicht einfach. Also muss man ja ganz klar sagen, dann auch das alles noch so gut getimt. Wie hast du es gemacht? Hast du dir vorher einen Plan gemacht? Hast du gesagt, klar, ich möchte Mama werden, aber wenn ich Mama werde, dann mache ich das so, um mein Ziel noch zu verfolgen. Wie hast du es gemacht? Ja, also für mich war natürlich immer klar, dass Curling eine große Rolle spielen wird. Ich habe allerdings auch ein, 2 Jahre pausiert, wo ich weniger gespielt habe, habe mich dann bewusst auch für meine Kinder entschieden, aber es war eigentlich klar, dass ich da wieder zurück will. Ich bin halt doch einfach Sportler aus Leidenschaft und habe mir dann natürlich durch meine Eltern auch die nötige Unterstützung geholt und die sind da auch immer ganz gut mit dabei und helfen mir sehr viel. Ja, und die Frage, werden die Jungs auch auf die Steine gesetzt und dürfen dann auch mal ein bisschen mit schwingen und mitspielen? Auf jeden Fall. Die sind beim Training eigentlich immer dabei, so 3-mal die Woche. Und wenn wir dann schon fertig sind und einfach nur noch nach Hause wollen, heißt dann, nein Mama, wir sind aber noch gar nicht fertig, wir wollen noch. dann gehen die 2 Jungen nach Hause und die Mama ist mit den Kids noch da und spielt noch mal ein Set. Ja, das ist doch schön. Ich meine, was gibt's denn Tolleres? Die sind die Curling begeistert? Ja, auf jeden Fall. Also die sind natürlich auch stolz, was die Mama macht, aber sie sind natürlich auch für Fußball und Eishockey sehr begeistert und eigentlich für alles, was mit Bewegung zu tun hat, zu haben. Aber es ist natürlich auch schön, die Kinder mitnehmen zu können und dann auch so ein bisschen das weiterzugeben. Ist es auch nicht ein Luxus, den ihr noch mitbringt? Also dieses viele Reisen, das sind die Länder natürlich auch immer aufwendig. Man muss gut planen. Jetzt ist es bei euch so, ihr seid bei der Bundeswehr, du bist als Studentin, das ist vielleicht noch einfacher, als wenn man jetzt, sage ich mal, eine 40-Stunden-Woche oder hat, was sicherlich auch sehr schwer möglich wäre. Aber ist es nicht ein absolut positiver Nebeneffekt, in die verschiedenen Länder noch zu reisen? Wie ist das, wenn du das jetzt so, dann geht es mal nach Kanada, Dänemark und was man alles noch so sieht? Ja, es ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, es ist auch wirklich ein Privileg, was wir haben, dass wir in einem Jahr so viele verschiedene Länder sehen. Teilweise sieht man aber auch nicht so viel davon, weil man nur die Curlinghalle und das Hotel sieht. Aber wenn man dann mal länger unterwegs ist, dann kann man schon mal einen Tag sich frei nehmen und dann die Stadt ein bisschen anschauen oder ja, ein bisschen Sightseeing machen. Das ist schon ein großer Vorteil, ja. Nutzt du das denn auch? Ich meine, da werden ja gleich Studienunterlagen geprüft, Tourismus, klar. Ich schaue mir das mal genau an. Da war ich auch schon. Das ist ein großer Vorteil. Oder macht das Spaß, das Reisen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, wie ich zum Beispiel, das mit dem Studium jetzt auch schon für sich entschieden hat, dann ist es natürlich toll, wenn man dann so viele Länder sieht, die jetzt eigentlich jemand anders gar nicht sehen würde. Zum Beispiel Kasachstan, da war ich für die Universiade. Und da würde ich in meinem Leben niemals selber hinfliegen. Und weil man ja doch denkt, ah, Kasachstan, aber es ist wunderschön. Und sowas weiß man nicht, weil man vorher eigentlich immer eingenommen ist. Aber zum Curling kommt man eben auch an solche Orte. Und das ist dann schon ganz cool. Ja, das ist dann so ein Luxus, weil man sowas vielleicht nie machen würde, genau, wenn man sich da selbst für entscheiden würde. Und der Effekt kommt ja auch, ich habe ein Interview mit dir gesehen. Und das ist wirklich, du sprichst ein fantastisches Englisch. Also das ist wirklich so, man könnte meinen, das ist ein Native Speaker. Also wirklich, das hast du, deine Elternteile sind beide Deutsch. Du hast es einfach gelernt, oder? Ja, also wir haben natürlich unser typisches Schulenglisch gelernt, aber dann durchs viele Reisen und einfach auch durch Freunde im Ausland konnte man es halt dann auch einfach verfeinern. Und dadurch, dass ich halt doch ein kleiner Perfektionist bin, wollte ich das dann auch gern akzentfrei lernen. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Nur wir haben einfach den Vorteil, viel rumzukommen. Und dann braucht man es halt auch. Curling ist ein englisches Spiel und so mit englischer Sprache dann auch verbunden. Und unsere Trainer sind zum Teil Kanadier. Dann ist das ganz normal, dass man das lernt. Ja, das heißt, das gehört einfach dazu. Das ist einfach eine Sprache, die man dann auf dem Eis auch beherrschen muss. Jetzt gibt es ja vielleicht auch immer so Punkte, die wurde ihr bestimmt 1000-mal gefragt oder so. Aber eine Frau hat einen Besen in der Hand und wischt. Ich habe das bei euch bei den Interviews immer aufgenommen. Das ist so eine, das will man beim Curling nicht hören, oder? Kommt dann oft auch nochmal so blöde Sprüche, die dann sagen, ja, du bist bestimmt super, du wischt klasse und so. Hört man sowas? Ist das ständig noch so? Ständig. Ungefähr die erste Frage, nachdem man gesagt hat, dass man Curling spielt, ah, du wischt bestimmt, also du putzt zu daheim bestimmt auch gut. So. Aber man ist vorbereitet, oder? Es gibt bestimmt eine passende Antwort von euch. Ja, ist nervig. Es ist meistens eigentlich nur ein Augenrollen und man geht weiter, weil ich für meinen Teil, ich putze gar nicht gern zu Hause. Mache ich auch nicht, will ich auch nicht. Und das ist einfach nicht dasselbe. Und es ist dann einfach,
man kann es nicht mehr hören. Aber es kommt wirklich so oft? Also wird es echt oft angesprochen? Ja, immer. Okay, aber es ist dann mehr im Privatleben, oder? Weil ich meine, unter Sportlern macht man das doch nicht so, sondern das ist im Privatleben, sobald man sagt, ja, übrigens bin ich Annalena und ich bin Curlerin. Mhm. Ah, gut, dann kommt es meistens. Aber das nimmt man dann einfach gar nicht wahr, das hakt man ab und denkt sich seinen Teil, oder? Genau, also irgendwann gibt man da auch nicht mehr so viel drauf. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt seid ihr natürlich so mit dem Curling verbunden. Sind das bei euch, wie ist das mit anderen Hobbys? Habt ihr da noch Zeit für, ihr macht so viel Marketing, ihr engagiert euch so viel. Bleibt da noch Zeit, viel anderes zu machen? Oder trefft ihr euch auch im Team eigentlich auch so in der Runde viel? Wir haben schon befürchtet, dass die Frage kommt. Also wir müssen ja zugeben, es vergeht kaum ein Tag, an dem wir uns nicht sehen. Es muss ja nicht negativ sein. Es ist ja wirklich ein Punkt, das ist doch das Schönste, was man haben kann. Würdet ihr das Familie nennen dann? Ja, es ist wie Familie. Wir haben alle eine Leidenschaft. Wir backen alle was. Gern. Wir essen auf alle Weise. Ja, ihr habt leider heute nichts mitgebracht. Ja, also es ist wirklich so ein bisschen unser Team-Ding. Also wir sind auch wahnsinnig gern einfach zusammen unterwegs. Wir reisen gerne zusammen. Das ist natürlich mit dem Curling einfach. Aber auch die Zeit, wo wir dann zu Hause sind, verbringen wir eigentlich fast täglich miteinander. Das heißt wirklich, ihr seid dann das Viererteam oder Fünferteam in dem Fall, ja. Ihr seid eigentlich immer zusammen, ihr schreibt euch, ihr wisst auch ganz genau, was los ist. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? Ich meine, zur Familie gehört ja auch, ihr seid ja wirklich dann auch Familie. Da streitet man sich auch gerne mal, aber das klärt ja eigentlich teamintern ganz gut, oder? Da gibt es eigentlich nie den großen Streit oder irgendetwas. Also bei uns gibt es, glaube ich, sowieso wirklich keinen Streit. Wir sind natürlich 15 Jahre auseinander, deswegen ist da vielleicht auch einfach so dieser nötige Respekt auch vorhanden, der vielleicht unter Geschwistern auch ganz wichtig ist, wenn man zusammen einen Sport macht. Und ich glaube, so an sich, wir haben alle schon immer geübt, dass wir sehr ehrlich miteinander umgehen. Und man sagt es halt einfach direkt, dann kommt auch gar nie so der wirkliche Streit auf. Wie ist es dann bei euren Partnern, bei der Familie? Supporten die das Team, Team Jensch, das ist gelernt, das muss weiterverbreitet werden. Wie ist das bei euren Partnern? Sind die dann auch komplett mit dabei? Reisen die mit euch? Sind die mit auf Weltmeisterschaften, auf Europameisterschaften? Nee, also eigentlich sind alle immer daheim und wir sind immer halt in unserem Team unterwegs. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, aber trotzdem ist es wichtig, dass man den Support von daheim aus hat, egal ob Familie, Freunde, Partner. Ist das dann eher so eine Regel bei euch, dass ihr sagt, lieber nicht, wir wollen als Team zusammen reisen oder sagt ihr, natürlich, wer mitkommen will, der darf mitkommen? Nee, die dürfen natürlich mitkommen, aber für uns ist natürlich auch wichtig, dass wir unsere Abläufe haben, unsere Routinen haben und man muss dann natürlich auch ganz klar trennen zwischen Teamzeit und dann eben auch Zeit für die Fans oder eben Familie. Und ich denke halt gerade an so einer langen Meisterschaft ist es natürlich schon besser, die beschäftigen sich dann untereinander und wir haben unseren eigenen Rhythmus und deswegen, aber die meisten sind zu Hause. Habt ihr es dann auch so, dass ihr im Sommer, da ist ja eher mal so eine Pause, dass ihr auch wirklich mal so eine Pause habt, Teampause? Die gibt es auch nicht. Nein, also eine wirkliche Pause haben wir auch nicht. Wir kommen von der Weltmeisterschaft nach Hause. Dann müssen Annalena und ich in der Regel zu einem Lehrgang von der Bundeswehr, um dort unsere weiteren Fortbildungen zu machen. Und dann hat vielleicht jeder mal so anderthalb, zwei Wochen, wo er wirklich dann mal Urlaub machen kann. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt wieder los mit Training. Also wir wollen das auch so und das ist auch so unsere Teamphilosophie, dass wir eigentlich immer hart arbeiten wollen, dass wir auch gar nie wirklich rauskommen aus dem Ganzen. Habt ihr etwas beim Sport, was nie fehlen darf? Dass ihr sagt, ein Wettkampf darf nicht ohne meinen besonderen Handschuh vorher, ich muss erst mit dem linken Bein aufstehen. Gibt es bei euch sowas? Hast du etwas? Du hast am lautesten gelacht. Ich glaube, da gibt es etwas. Also wir wissen alle, dass ich eine Frisur auf dem Eis trage und die trage ich immer, weil wenn ich die trage, dann gewinnen wir. Okay, also warum trägst du noch die andere irgendwann? Ist es natürlich, also ich habe eigentlich meistens einen geflochtenen Zopf, weil es halt einfach die Haare sind nicht im Weg, die sind aus dem Gesicht. Aber so, ich weiß, wenn ich da fühle ich mich wohl und da, wenn ich dann mal eine andere Frisur mache, dann heißt es schon, oje, was machst du da? Das kann nicht sein. Also, da hat man natürlich. Ja, das ist dann der Captain da. Ich meine, es gibt Regeln, ja. Ja, das auch ist so. Oder ich sitze eigentlich gern, wenn ich im Bus sitzt, dann sitze ich gern jedes Mal am selben Platz und wir sind da auch beim Frühstück, dann wird es immer derselbe Tisch und ja, wenn es sein muss, dann bleiben es auch dieselben Socken das ganze Wochenende. Das ist so. Daniela. Genau. Sehr gut. Geht es bei euch auch sowas? Also, das fällt mir spontan ganz ein. Also vielleicht, dass solange wir gewinnen, lasse ich immer die gleichen Socken an auf dem Eis. Es kann echt ganz schön eklig werden, wenn man viele Spiele in Folge gewinnt. Das hättest du nicht erzählt. Also es ist auch wirklich, weil ich bin tatsächlich jemand, ich trage
ganz ungern Sachen zweimal. Also auch wenn es nur eine halbe Stunde ein T-Shirt ist, das kommt dann direkt in die Wäsche, wenn ich das ausgezogen habe. Das möchte ich nicht nochmal anziehen. Aber dann habe ich irgendwann mal angefangen, diese Socken anzulassen. Solange wir die Siegesserie haben, bleiben die an. Und das hatten wir in China, da haben wir verdammt viele Siege in Folge gehabt. Und ich habe mich zum Schluss wirklich vor mir selber geekelt, weil ich konnte es irgendwann nicht mehr machen. Aber was man nicht alles tut, um den Aberglauben. Was man nicht alles für den Aberglauben und den Erfolg tut. So. Hast du noch eine Spitze darauf zu setzen oder gibt's da? Ich glaube nicht, nein. Wir sind alle einfach nur kleine Sheldon Cooper, sage ich mal. Ja, also wirklich, die immer an ihrem gleichen Platz sitzen wollen, immer. Also ein Outsider, unsere feste Reihenfolge, wer wo sitzt, dann wie gesagt am Frühstückstisch. Und es sind so Kleinigkeiten, das sind wir schon extrem geil. Gibt es auch so eine Teammusik, wie bei der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel, dass sie gehört wird? Oder schwört ihr euch besonders ein? Seid ihr dann vorm Eis nochmal irgendwie, dass ihr Köpfe beisammen oder gibt es da irgendwas? Da haben wir eigentlich eher jeder so sein individuelles mit Musik. Das lass mal lieber. Wir haben nämlich zwei grandiose Sänger im Team, Emira und unsere vierte, die Clara, die sind wirklich also Deutschlands schlechteste Sänger, die man sich vorstellen kann. Und deswegen haben wir es mit Musik eher nicht so. Okay, aber was raus muss, muss raus. Das ist ja vielleicht also auch. Ich sehe das natürlich ganz anders. Okay. Ich finde, ich habe ein wahnsinniges Talent. Ja, aber das ist ja auch genau der Punkt, dass man dann auch immer schaut, wie macht man es im Team, wie bereitet man sich für den Wettkampf dann vor. Und klar, der Erfolg ist dann auch immer so, der Aberglaube entsteht dann auch ganz, ganz schnell. Gab es bei euch so richtige Niederschläge auch mal, weil es klingt alles so grundharmonisch. Gab es auch mal so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, das war jetzt mal so ein Niederschlag, das war jetzt mal so ein Punkt Verletzung oder irgendwas, wo ihr gesagt habt, da wart ihr stark mit euch am Hadern? Ja, da hat man natürlich schon mehrere in unserer Karriere. Also es geht los, allein letztes Jahr beim Olympic Qualifier, das ganz knapp das Ziel Olympia zu verfehlen, war natürlich wirklich schwierig. Dann hatten wir die Weltmeisterschaft in Peking vor 2 Jahren, meine ich. Da sind wir mit einer super Siegesserie eigentlich durch und ja, dann hätte nur die Schweiz, glaube ich, gewinnen müssen und die haben aber dann verloren. Dann sind wir anstatt Sechster, Neunter geworden, sind aus der Förderung rausgefallen. Mhm. Und das sind dann immer so Momente, wo man sich denkt, warum mache ich das eigentlich? Weil wir würden schon behaupten, dass wir ein Team sind, das wirklich mit am meisten macht und am meisten trainiert. Und wenn es dann nicht aufgeht, dann ist man schon schwer am Zweifeln, ob das überhaupt das Richtige ist. Das sind ja dann Erfolge, die hatte aber auf dem Eis, auf dem Wettkampf, wo es dann halt auch mal Niederlagen gab. Ja. Aber so richtige Verletzungen gab es bei euch auch eigentlich gar nicht, oder? Dass ihr das hattet, dass irgendwas... Das ist ja schön, das ist gut so. Die Stürze habt ihr dann immer gut abgefangen. Also das war dann immer ganz gut. Ja, wir sind sogar schon am Ende angelangt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine wirklich absolut positive Stimmung. Das macht Spaß, mit euch zu sprechen. Ihr seid ein grundharmonisches Team und ich glaube, Sie sollten sich wirklich mal Curling anschauen. Es ist ein wahnsinnig spannender Sport. Sie haben 4, 5 super attraktive Damen, die wirklich alles für den Sport tun und den Sport voranbringen. Ich wünsche euch natürlich alles Beste für die Weltmeisterschaft. Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr nochmal kommt und dann vielleicht mit einer kleinen Medaille noch in der Hand. Das wäre ja ganz schön. Alles Gute und auch alles Gute für die ganze Vorbereitung. Es hat Spaß mit euch gemacht und ja, ich hoffe, auch Ihnen hat Spaß gemacht. Und ich freue mich darauf, wenn Sie wieder beim nächsten Mal mit dabei sind. Und wir haben immer spannende Gäste. Also bis zum nächsten Mal. Der Allgäuer Sport Talk wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Handwerk und Sport, zwei starke Partner. Mehr Infos auf hwk-schwaben.de.